Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich spiele das neue Borderland und ich befinde mich auf dem Mond, quasi der Wookie im Mond. Und es gibt so geheime Kisten, die was man mit 40 bis 50 Mondsteinen öffnen kann. Die Frage ist, lohnt sich das Öffnen von den Kisten für so viel Mondsteine auszugeben? Man könnte mit den Mondsteinen auch andere Sachen machen, Waffenerweiterungen kaufen, Rucksackerweiterungen kaufen, Safe-Erweiterungen kaufen und so weiter. Ihr wisst Bescheid, was man mit den Mondsteinen alles noch machen könnte. Und dann ist es fragwürdig, eine Kiste zu öffnen für 40 Mondsteinen, ob sich das lohnt oder nicht. Ich habe eine geöffnet und wollte euch das zeigen. Ich befinde mich Level 12. Und schaut euch die Waffen an, also die sind richtig gut. Ist halt alles levelbezogen. Sprich, umso höher euer Level ist, umso bessere Waffen kommen da raus. Probiert es einfach aus bei Gelegenheit. Ich wollte euch nur den Inhalt der Kisten zeigen. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich komme jetzt gleich zu den nächsten großen Endgegner. Und ich habe es vorher schon ein, zweimal probiert und habe es mit den Standardwaffen alleine leider nicht geschafft. Aber jetzt mit den neuen Waffen ist das Ganze jetzt gleich kein Problem. Das Video wird folgen. Ja, das wollte ich euch nur zeigen. Wenn ihr ein hohes Level habt, ist es noch lohnender, mal eine so eine Kiste aufzumachen. Sollte euch der ist halt eine Lotteriesache. Sollte euch der Inhalt nicht gefallen. Hofft ihr halt drauf, dass ihr auch andere Waffen kriegt, aber die sind richtig gut. Ja, das war's schon. Ich freue mich, dass das neue Borderland da ist. Ich wünsche euch noch viel Spaß und hoffentlich gefällt euch das neue Borderland so wie mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao, viel Spaß noch, euer Wookie.